meine, unsere Vorfahren sind natürlich genauso trickreif wie wir. Und die haben einfach gesagt, haben einfach das umbenannt. Die haben plötzlich von der Büchse geredet. Und nicht mehr vom Krug, haben von der Büchse der Pandora geredet, was überhaupt nicht stimmt. Es war wirklich ein Krug. Und haben gedacht, naja, von der Büchse kann man den Deckel ja aufmachen. Und haben den Deckel aufgemacht. Und dann kam unser marodes, schreckliches Geldsystem raus, was überhaupt noch nicht reif ist. Wenn die gewartet hätten, bis das Geldsystem sich so entwickelt hätte, dass es den Menschen und dem Leben dient, wäre was völlig anderes rausgekommen. Aber so ist die Geschichte gewesen. Und der Zeus hat dann noch dazu gesagt, ich hätte euch das ja gerne erspart, aber ihr wolltet es. Und nun sitzen wir da und haben ein marodes, überholtes Geldsystem. Und ich möchte im Zusammenhang mit Griechenland über drei Dinge mit Ihnen sprechen. Erstens, wie ist es dazu gekommen? Was sind die Hintergründe überhaupt, dass das so gekommen ist, speziell auch für Griechenland? Das hat eine ganz, ganz lange Geschichte von vielen Jahrhunderten. Und das Zweite ist, über das ich mit Ihnen sprechen möchte, wie kommen wir denn da raus? Was sind die konkreten Dinge, die wir jetzt behandeln müssen? Und das Dritte, was können wir jetzt ganz konkret hier tun? Das sind die drei Dinge. Wir haben am 9. Juni in Leipzig eine irre Sache vor. Wir wollen was wirklich Großartiges machen mit Künstlern, mit Musik und mit außergewöhnlichen Dingen, die Sie noch nie gesehen haben, die Sie noch nie erlebt haben. Und wir haben eine Website, die heißt www.lust-auf-neues-geld.de. Da können Sie sich direkt anmelden, können direkt online Karten bestellen, Übernachtungen buchen und so weiter. Und wir gehen davon aus, dass das eine Initialzündung wird, die dann wirklich von unten eine Bewegung auslöst, die weitergeht. Und vielleicht gelingt es Ihnen, einen Bus von wo immer Sie her sind, einen Bus zu organisieren, der nach Leipzig kommt oder irgendwas anderes. Gehen Sie auf die Website, nehmen Sie die Flyer mit, die wir draußen haben, und schauen Sie sich an, was Sie da beitragen können. Also wir freuen uns da über alle Unterstützung. Ja, dann geht es einfach mal los mit der ersten Sache. Was ist der wahre Hintergrund? Wir wissen alle aus der Presse in Amerika, da gibt es jetzt so eine Bewegung, die nennt sich Tea Party. Und das ist von Republikanern abgeleitet und da ist diese Frau Palin auch sehr aktiv, die mal zwischenzeitlich gedacht hat, sie kann selber als Präsidentin kandidieren. Und die erste Tea Party, die war im Jahre 1767. Da hat der britische König befohlen, Zölle auf den in die Kolonien gelieferten Tee zu erheben. Und dann haben die Leute in Amerika, in den amerikanischen Kolonien, das waren ja mehrere Kolonien, die haben einen Aufstand gemacht und wollten die Zölle nicht bezahlen. Und dann haben die Briten das Militär hingeschickt. Und da gab es das berühmte in der Geschichte, in der amerikanischen Geschichte, allen Amerikanern berühmte Massaker von Boston. Da haben die wirklich Leute erschossen, reihenweise erschossen, weil die sich geweigert haben, den Zoll auf den Tee zu bezahlen. Und gut, wenn man mit Waffen kommt und die Leute alle erschießt, dann siegt natürlich das Militär. Und nach diesem Massaker von Boston hatte der britische König wieder die Oberhoheit über seine amerikanischen Kolonien und hat sechs Jahre später die Zölle sogar erhöht, wesentlich erhöht. Und der Hintergrund dieser Zölle war, dass das Monopol der East India Company verteidigt werden sollte. Das heißt, das Militär ist eingesetzt worden, um das Monopol einer reichen Firma abzusichern. Und das erinnert ein bisschen an heute, wo es nicht mehr um Tee geht, sondern um Öl. Und wo auch das Militär eingesetzt wird, um die Monopole von reichen Ölgesellschaften abzusichern. Also irgendwie kommen wir immer wieder an den gleichen Punkt in der Geschichte zurück. Und nun gibt es ja die mehr, die von dieser Tea Party-Bewegung auch verbreitet wird, dass die amerikanische Unabhängigkeitsbewegung oder der Unabhängigkeitskrieg 1776 wegen dieser Teezölle geführt worden ist. Dass das der Funke war, der den Amerikanern gesagt hat, ihr müsst euch jetzt freimachen von der britischen Kolonialherrschaft. Und ich habe hier ein spannendes Buch, eine kriminelle Recherche zu Finanzen, Öl und Drogen, auf der Fahrt hierher im Zug gelesen. Und da habe ich einen Satz gefunden, der darauf hinweist, dass es nicht stimmt, was da immer erzählt wird. Da steht, the colonies would gladly have borne a little tax on tea, had it not been that England took away from the colonies their money, which created unemployment and dissatisfaction.
Die Kolonien hätten sehr gerne diesen kleinen Zoll auf Tee bezahlt, wenn England ihnen nicht ihr Geld weggenommen hätte, denn das hat Arbeitslosigkeit und große Frustration geschaffen. Das heißt, der König hat denen das Geld weggenommen. Was war das konkret? Das waren die sogenannten Colonial Scrips. Scrip ist ein Berechtigungsschein und die Colonial Scrips waren Berechtigungsscheine aus Papier. Und das war praktisch die erste historisch bekannte Komplementärwährung. Das heißt, die haben eine Komplementärwährung aufgelegt und der König hat es verboten. Und dieses Verbot war der Auslöser für den Unabhängigkeitskrieg und für die Unabhängigkeitserklärung, weil die dann gesiegt haben, letztlich doch gegen die britischen Truppen, gegen die Unabhängigkeit der Amerikaner. Und die Bank of England war ja schon 1694 gegründet worden als Privatbank. Und der König hatte die Aufgabe, die privaten Interessen dieser Privatbank, Bank of England, zu verteidigen. Deshalb war er König geworden. Und die Privatbank, Bank of England, hatte das Recht, das Monopol, Geld auszugeben. Und die hat das durchgesetzt, auch gegenüber dem Königshaus und der Aristokratie in England, weil die gesagt haben, wir haben ja Gold und wir geben ja goldgedecktes Geld aus und auf jeden Geldschein, auf jeden Pfundschein steht ja drauf, dass der praktisch eine Quittung ist für so viel Gold, was wir im Tresor haben. Und es ist ja viel praktischer, wenn wir diese Dienstleistungen dem Volk anbieten und das nicht immer mit Goldstücken in der Gegend umlaufen muss. Das ist viel praktischer. So haben die das durchgesetzt und haben dann praktisch von einer Privatbank das Monopol auf die Ausgabe von Geld gehabt. Und dann ist das zwar verboten worden, aber nachdem Amerika unabhängig war, waren die auch geldpolitisch unabhängig. Und dann hat ein Abraham Lincoln, der Präsident, der diesen berühmten Bürgerkrieg, den amerikanischen Bürgerkrieg geführt, mit dem die Nordstaaten es erreicht haben, dass die Sklaverei abgeschafft worden ist. Und der hat diesen Bürgerkrieg finanziert, auch mit Scrips, mit diesen Kolonien. Das waren keine Colonial Scrips mehr, das waren nur noch Scrips. Also praktisch auch mit einer Komplementärwährung. Die hat er Greenback genannt. Und das war natürlich gegen die Interessen der Privatbanken, die jetzt nach englischem Muster auch gerne ein Monopol auf die Geldausgabe haben wollten. Das war gegen deren Interessen. Und Sie wissen, dass der Abraham Lincoln ermordet worden ist. Und ich habe historische Recherchen angestellt und die Historiker gehen heute davon aus, dass hinter der Ermordung das Haus Rothschild in London stand. Und zwar auch mit konkreten Namen. Der Mörder selbst war der John Wilkes Booth. Und der Finanzier dieses John Wilkes Booth war ein Bruder Benjamin und der hat den Lincoln im Auftrag des Hauses Rothschild ermordet und das ist von der Polizei in den USA auch herausgefunden worden, also die wussten, wer der Finanzier war. Er ist nach England geflüchtet, hat in England Asyl bekommen, obwohl er Amerikaner war und hat sein ganzes Leben bis zu seinem Tod in England in Ehren gelebt, was darauf hindeutet, dass schon das Londoner Finanzzentrum hinter dieser Aktion gestanden hat. Die erste amerikanische Bank, die überhaupt gegründet worden ist, bei der hat das größte Aktienpaket hat das Londoner Bankhaus Rothschild gehabt. Und diese erste amerikanische Bank hatte das Recht, Geldnoten auszugeben. Geldnoten auszugeben und zwar Kredite zu geben an den Staat. Kredite zu geben an den Staat. Und ein Kredit an den Staat sieht so aus, dass die Bank eine Staatsschuldverschreibung annimmt und praktisch der Staat hat sich verschuldet und muss diese Schulden abzahlen hinterher. Und er muss die Schulden, da werden natürlich keine Münzen mehr bewegt, er muss die Schulden abzahlen mit Zinsen. Und das war die erste amerikanische Bank. Und jetzt haben natürlich die Banken ein großes Interesse daran gehabt, das zu institutionalisieren. Und diese, also praktisch ein dauerhaftes Recht zu bekommen, Geld auszugeben. Und nicht nur privat, wenn viele Banken Geld ausgeben können, dann machen die sich gegenseitig Konkurrenz, das ist unangenehm, dann weiß keiner richtig, was machen die anderen und dann gibt es auch einen Konkurrenzkampf, werden die Margen gedrückt. Und es wurden dann immer wieder, kamen Krisen, 1837, 1857, 1873, 1893, 1907,
Und 1907 hat der Vertreter des Bankhauses Kuhn, Löb und Co., die der Familie Wartburg gehörte, gesagt, wenn wir über keine Zentralbank mit adäquater Kontrolle der Kreditquellen verfügen, wird dieses Land die schwerste und weitreichendste Geldpanik in seiner Geschichte erleben. Das heißt, die Banker wollten eine Zentralbank schaffen. Und 1910 hat es dann ein geheimes Treffen, das ist ja bekannt, da gibt es auch dicke Bücher drüber, auf Jekyll Island, einer Insel vor der Küste von Georgia gegeben, wo sich 7 Bankchefs und Bankinhaber getroffen haben, um praktisch eine Strategie zu entwickeln, wie man eine Zentralbank schaffen kann, die das alleine gerecht hat, die Geldausgabe zu machen. Und die Zentralbank sollte nach Möglichkeit privat sein, nach englischem Vorbild, sodass da private Interessen verfolgt werden können. Und nun war das natürlich ein bisschen schwierig. Wenn es bekannt geworden wäre, dass 7 Banker eine Privatbank gründen wollten, nach englischem Muster für die Geldausgabe, dann wäre das nie durch die Gesetzgebungskörperschaften in den jungen amerikanischen Staat durchgekommen. Es musste geheim gehalten werden. Und dieses Treffen auf Jekyll Island ist so geheim gehalten worden, dass die Leute sich nicht mal mit ihrem Namen angeredet haben, damit die Dienstboten nicht wussten, wer da zusammengekommen ist. Und Georgia ist weit weg von New York und von Washington. Die Dienstboten in Georgia, die hätten nicht gewusst, wer das wirklich ist. Und damals gab es auch noch keinen Fernseher, wo die Gesichter der Leute bekannt geworden sind. Und dann haben die einen Gesetzentwurf übernommen, der in London entwickelt worden ist, den aber der damalige Präsident, das war der William Howard Taft, niemals unterschrieben hätte, weil er nicht dafür gewesen wäre, einer Privatbank das Recht auf Geldausgabe zu geben. Und dann wurde eine ganz eigentümliche Strategie gewählt. Die haben gesagt, wir müssen jetzt, der Taft war Republikaner, es ging gar nicht um Parteien, und sie wollten unbedingt, dass die nächste Wahl von einem demokratischen Kandidaten gewonnen wird, nämlich der Woodrow Wilson hatte ihnen schon zugesagt, wenn sie dafür gesorgt haben, dass er gewählt wird, dann würde er so eine Sache genehmigen, würde also eine private Zentralbank genehmigen. Und daraufhin haben sie eine neue Partei gegründet. Das war die Partei Progressive Bull Moose Party. Und haben viele, viele Millionen Dollar, was immer das Geld damals war, viele, viele Millionen in eine Kampagne investiert, um diese Partei zu fördern, die dem republikanischen Kandidaten, der wiedergewählt werden wollte, Stimmen wegnehmen sollte. Und das, die Spaltung des republikanischen Lagers ist gelungen, sodass der Demokrat Wilson gewählt worden ist. Und 1912 fand die Wahl statt, die von diesen Bankern finanziert worden war. Und 1913, am zwei Tage vor Heiligabend, ist dann die private Fed gegründet worden. Und innerhalb weniger Stunden am Heiligabend, als die Abgeordneten schon alle zu Hause waren, da waren nur noch 10, 15 Abgeordnete überhaupt in Washington. Ich meine, Amerika ist ein großes Land, die müssen Tage vorher für ihren Weihnachtsurlaub wegfahren. Damals noch, die mussten ja reiten oder mit Kutschen fahren und konnten nicht fliegen wie heute. Das heißt, die waren alle schon unterwegs und die paar Abgeordneten aus Washington, die noch übrig waren, die haben dann 2 Tage vor Heiligabend abgestimmt, haben das Gesetz durchgehen lassen und wenige Stunden danach ist es von Woodrow Wilson unterschrieben worden. Und damit war die amerikanische Zentralbank gegründet. Sie hatte das alleinige Recht, Geld auszugeben, das alleinige Recht, Kredite an den Staat zu vergeben und es war eine Privatbank. Das ist die Geschichte, die dahinter steht. Und jetzt will ich mal diesen ersten Teil schließen mit einem Zitat von Adam Smith. Der hat vor 250 Jahren gesagt, "There are 2 ways to conquer and enslave a nation. One is by sword, the other by debt." Es gibt 2 Wege, eine Nation zu erobern und zu versklaven. Die eine ist durch das Schwert, die andere ist durch Verschuldung. Und genau das wird jetzt mit Griechenland gemacht. Das ist der Hintergrund hinter dieser ganzen Sache. Und das nächste, mit dem wir uns jetzt beschäftigen möchten, ist, wie wurde das denn bei Griechenland inszeniert? Wie haben die das geschafft, Griechenland zu erobern und zu versklaven? Im Jahr 2001 gab es Bemühungen der griechischen Regierung, in den Euro reinzukommen, die aussichtslos waren, weil das Land zu hoch verschuldet war.
Im Jahr 2001 hat dann das Bankhaus Goldman Sachs, das mächtigste Bankhaus der Welt, die griechische Regierung angesprochen und hat gesagt, wir helfen Ihnen. Sie haben einen Kredit von 2,8 Milliarden Dollar gegeben und haben ein Beratungshonorar von 300.000 Dollar kassiert, um die griechische Regierung zu beraten, dass sie die Statistiken so raffiniert fälschen konnten, dass das in Brüssel niemand merkt und sie nach den offiziellen Statistiken die Kriterien für den Eintritt in den Euro erfüllen. Und mit diesem Kredit haben sie Folgendes gemacht. Sie haben den Kredit in Dollar gegeben und haben ihn sofort in Schweizer Franken umgetauscht. Dann haben sie ihn weiter umgetauscht in japanische Yen und haben mit irgendwelchen Tricks dafür gesorgt, dass der aus dem Haushalt völlig ausgenommen worden ist, sodass der gar nicht in Erscheinung getreten ist. Und mit dem Beratungshonorar haben sie halt monatelang in Athen, im Finanzministerium, in der Zentralbank gehockt und haben die ganzen Dinge so aufbereitet, dass die Bürokraten in Brüssel das perfide Spiel nicht durchschaut haben und Griechenland dann zwar knapp, aber die offiziellen Eintrittskriterien für die Eurozone erfüllt hat. Was war das Motiv von Goldman Sachs, abgesehen von dem Geld, was sie damit verdient haben? Denn aus diesem Kredit von 2,8 Milliarden sind ein paar Jahre später, 2,8 Milliarden Dollar nur, sind ein paar Jahre später 5,2 Milliarden Euro geworden. Weil die so komplizierte Derivate-Geschäfte gemacht haben, die schiefgegangen sind. Das heißt, letztlich ist ein Block von 5,2 Milliarden Euro der griechischen Schulden geht heute auf dieses Manöver von Bankhaus Goldman Sachs zurück, auf nichts anderes. Und was eigentlich ein betrügerisches Manöver war. Was war das Motiv? Das Motiv kann man mal sich anschauen, wenn man sieht, in welchen Währungen der Welthandel läuft. Welche Währungen auf der Welt überhaupt benutzt werden, um Geschäfte zu machen. 40% aller Transaktionen auf der Welt werden in Dollar abgewickelt. 40%. Also man kann sagen, so viel, man kann aber auch sagen, nur 40%, ich dachte mehr. 40%, immerhin. 20% aller Transaktionen auf der Welt werden in Euro abgewickelt. Und 10% aller Transaktionen auf der Welt werden in Yen, in japanischen Yen abgewickelt. Die chinesische Währung ist noch mit unter 1% überhaupt nicht präsent als Weltleitwährung, nur dass das auch bekannt ist. Das heißt, und Japan geht es sowieso jetzt schlecht durch die internen Probleme, die sie haben. Der Euro ist also schon halb so stark wie der Dollar als Weltreferenzwährung, halb so stark wie der Dollar und ist deshalb natürlich gefährlich. Und was würde denn passieren, wenn der Dollar nicht mehr Weltleitwährung wäre? Das wäre das Ende der Weltherrschaft der USA. Man muss das ganz nüchtern sehen. Denn die USA können heute einfach Papiergrün bedrucken, und Dollar ist ja nichts anderes wie grün bedrucktes Papier, im übertragenen Sinne jetzt, und damit alles auf der Welt kaufen. Damit können sie Öl importieren und sie sorgen mit militärischer Gewalt dafür, dass der Ölimport in Dollar bezahlt werden muss. Denn jedes Land, was sich dieser Zahlung in Dollar verweigert, ist bisher zerbombt worden. Der erste, der sich geweigert hat, war der Saddam Hussein. Und zwar in dem Moment hat die Bush-Administration entschieden, den Krieg zu führen und das Land kaputt zu bomben, als er gesagt hat, er will jetzt Euro haben statt Dollar. Das war sein Todesurteil. Das nächste Land, was zerbombt worden ist, war Libyen. Das ist auch passiert, nachdem der Gaddafi gesagt hat, er will jetzt nicht mehr mit Dollar handeln, er will mit Euro handeln oder mit bilateralen Handelsdingen. Dann ist Libyen zerbombt worden und im Moment versuchen die Iraner ganz vorsichtig, weil sie die Gefahr natürlich wissen, sich vom Dollar zu lösen, so vorsichtig, dass trotz der Geheimdienstauskünfte, dass da Atombombengefahr überhaupt nicht besteht. Die Kriegsrassel ja schon fleißig, mit der schon fleißig gerüttelt wird, die wären die Nächsten dran. Wenn sie wirklich wollen, nicht mehr mit Dollar zu handeln, sondern mit Euro zu handeln. Das heißt, an der Weltleitwährung Dollar hängt die Weltmacht USA im Moment wie am Tropf, muss man ganz nüchtern sagen. Und die haben natürlich erkannt, dass sie mit Griechenland einen Sprengsatz in der Eurozone haben, indem sie Griechenland als schwächstes Glied in der Eurozone genommen haben
Und sie hätten auch Portugal oder Irland oder irgendwas anderes nehmen können. Sie haben aus irgendwelchen Gründen sich Griechenland ausgesucht, weil damals die Regierung Karl Mannes da mitgespielt hat. Vielleicht hat die portugiesische Regierung nicht mitgespielt. Die haben vielleicht durch Berlusconi noch bessere Beziehungen nach Brüssel oder so, und das wäre irgendwie rausgekommen. Und die irische auch, die sitzen zu dicht dran oder so. Jedenfalls haben sie mit Griechenland gemacht, um einen Sprengsatz in die Eurozone zu kriegen. Und um die Eurozone in dem Moment in Schwierigkeiten zu bringen, wo sie den Dollar als Weltleitwährung gefährlich wird. Das ist das eigentliche Motiv, was hinter der ganzen Griechenland-Krise steht. Denn wenn Sie mal überlegen, die wirtschaftliche Bedeutung von Griechenland, die ist dermaßen lächerlich. Ich meine, die sind kaum mehr als Sachsen-Anhalt wirtschaftlich. Und Sachsen-Anhalt wird im innerdeutschen Lastenausgleich oder innerdeutschen Transaktionen ja auch fleißig subventioniert und gefördert und befördert. Das wäre es ja in Köthen nicht so schön, würde das nicht alles so schnucklig aussehen hier. Und die haben weniger als 2% der Wirtschaftsleistung der gesamten Eurozone, weniger als 2%. Und wie man mit 2% einen Währungsverbund sprengen kann, ist mir absolut unbegreiflich. Und das ganze Spiel ist begonnen worden durch die sogenannten Rating-Agenturen. Rating ist Bewertung, das sind Bewertungsagenturen. 1909 hat der John Moody ein Bewertungsschema für die Risikobewertung von Eisenbahnanleihen begonnen. Und das war die erste Rating-Agentur. Das waren noch ganz solide Sachen. Die Leute wollten Eisenbahnanleihen kaufen, um praktisch ihr Erspartes zu finanzieren, zu investieren. Und Moody hat ihnen gesagt, wenn du die Anleihen kaufst, kriegst du das Geld wieder. Wenn du die Anleihen kaufst, hast du ein Risiko, dass du dort sitzen bleibst und das nie zurückgezahlt wird und so weiter. Das war der Anfang. Und genau diese Ratingagentur Moody hat zum Beispiel vor ein paar Jahren schwedische Staatsanleihen heruntergestuft. Was war das Ergebnis? Das Kindergeld müsste in Schweden gestrichen werden, weil sonst die Staatsanleihen noch teurer geworden wären. Das heißt, die haben schon Macht über die schwedische Regierung gehabt, das Kindergeld zu streichen, damit das Rating nicht noch weiter in den Keller ging. Dann haben die Macht über die kanadische Regierung gehabt. Die haben mit einer Drohung einer Herabstufung des kanadischen Dollars erreicht, dass die kanadische Regierung ihr gesamtes Schienennetz vom Atlantik bis zum Pazifik für 2 Milliarden lächerliche kanadische Dollar verkauft hat. Also eine riesige Infrastruktur in einem Land, was doppelt so groß ist wie ganz Europa. Natürlich nicht die Dichte des Schienennetzes hat wie wir hier, aber das gesamte kanadische Schienennetz für 2 Milliarden Dollar privatisiert. Und das haben natürlich dann die Leute, die Konzerne gekauft, die daran Interesse hatten und die mit diesen Ratingagenturen zusammenarbeiten. Das ist das, was wirklich dahinter steht. Und wenn Sie jetzt mal sich überlegen, dass es gelungen ist, mit anderen Ratings die Gewinne dieser Ratingagenturen in den Himmel zu heben. Sie wissen vielleicht, dass die ganze Immobilienkrise in den USA, die angeblich der Auslöser unserer heutigen Krise ist, dass die damit zusammenhängen, dass Papiere mit AAA, also mit der Bestnote, bewertet worden sind von allen Agenturen, die Ramsch hatten, also die Häuser hatten, wo die Käufer der Häuser die Hypotheken nicht zahlen konnten und die letztlich alle zwangsversteigert werden mussten. Es gibt zurzeit in den USA, glaube ich, 17.000, hat mir irgendjemand beim Frühstück erzählt, 17.000 leere Häuser, die alle zwangsversteigert worden sind. 80 Millionen. 80 Millionen, 18 Millionen, das war's du, nicht? Entschuldigung, ich habe aus den Millionen gleich 1000 waren. Also 18 Millionen leerstehende Häuser gibt es in den USA durch diese Zwangsversteigerung. Und das ist zustande gekommen, weil diese Ratingagenturen diese Papiere mit AAA bewertet haben. Und dadurch haben sie ihren Gewinn nach oben gefahren. Weil die Gesellschaften, die Papiere verkauft haben, die haben die Ratingagenturen dafür bezahlt. Die haben praktisch das AAA eingekauft. Und das hat, ich habe hier die Zahlen, dazu geführt, dass die Agentur Fitch ihren Gewinn verdoppelt hat innerhalb von einem Jahr. Dass die Agentur Standard & Poor's ihren Gewinn verdoppelt hat und dass Moody ihren Gewinn verdreifacht hat. Das heißt, wirklich unglaubliche Entwicklungen. Und bei Moody ist im letzten Jahr 2011 die Umsatzrentabilität 44% gewesen. Das heißt, fast die Hälfte von allem, was sie als Umsatz gemacht haben, haben sie als Gewinn übrig gelassen. So ist es denen gegangen. Und dann ist es ihnen im November 2009 gelungen, aus Bonitätsdifferenzen innerhalb der Eurozone Zinsdifferenzen zu machen.
Bis dahin waren die Zinsen innerhalb der Eurozone ziemlich ähnlich. Da hat Griechenland natürlich ein bisschen höhere Zinsen gezahlt als Deutschland, aber ich habe die Zahlen jetzt nicht recherchiert. Die Differenzen waren nicht so furchtbar dramatisch. Es waren kleine Differenzen. Und dann hat die Frau Merkel gesagt, Euro-Bonds kommen überhaupt nicht in Frage. Dass wir gemeinsam haften für schwächere Länder, kommt überhaupt nicht in Frage, das deutschen Wählern nicht zuzumuten. Und das wäre eine Zeit gewesen, ich habe die Zahlen recherchiert, damals hat Deutschland 1,8% Zinsen gezahlt, heute ist ja noch weniger, aber man muss ja die damaligen Zahlen nehmen, 1,8% Zinsen gezahlt, Griechenland hat 3,9% oder 4% gezahlt und Deutschland geht ja mit 30% in den gesamten Topf ein, Griechenland mit 2%. Wenn es also damals Eurobonds gegeben hätten, dann hätten die Eurobonds statt für alle Länder 2,6% kosten müssen nach damaliger Rechnung. Das heißt, Deutschland hätte statt 1,8 2,6% gezahlt und alle anderen hätten auch 2,6% gezahlt. Griechenland auch, Portugal auch, Irland auch, Finnland auch und so weiter. Und dieser Zinssatz wäre jetzt weit runtergegangen, dann würde es die Griechenland-Krise nicht geben. Weil es aber gelungen ist, die deutsche Politik davon abzuhalten, Eurobonds zu akzeptieren, ist es überhaupt erst möglich gewesen, die Länder auseinander zu dividieren. Und in einer Weise auseinander zu dividieren, dass die Zinsen für die schwachen Länder jetzt in den Himmel steigen. Wenn Sie sich mal vorstellen, wenn wir 16, Sie haben ja in anderen Vorträgen hier schon gehört, die Effekte der Verzinsung, Zinseszinsen, dass wir 16-18% Zinsen haben. Wenn Sie sich mal vorstellen, Konzerne wie Siemens oder VW würden diese Zinshöhen, die jetzt von Griechenland bezahlt werden müssen, zahlen, die werden sofort pleite. Die müssten am nächsten Montag zum Konkursrichter gehen und müssten sagen, wir sind am Ende, wir können nicht mehr. Wir können zwar tolle Produkte herstellen, aber wir sind finanziell am Ende, wir müssen Konkurs anmelden. Und in der Situation ist Griechenland. Das heißt, diese Zinsen können überhaupt nicht mehr vernünftig gezahlt werden. Das ist letztlich ein Todesurteil für ein Land. Und nun hat es ja aus diesen Zinsdifferenzen was anderes gegeben. Die Zinsdifferenzen, die aus den Bonitätsdifferenzen abgeleitet worden sind, haben es möglich gemacht, sogenannte CDOs zu konstruieren. Das sind Credit Default Options. Das heißt, da kann man wetten auf das Schiefgehen eines Kredits. Und das ist so, wie wenn Sie jetzt sagen, ich schließe eine Feuerversicherung auf das Haus meines Nachbarn ab. Und dann gehen Sie hin und zünden das Haus des Nachbarn an und kassieren hinterher das Geld. Genau das sind CDOs, nichts anderes. Und diese CDOs gibt es jetzt in einer Größenordnung, die mehr Volumen haben, als das Geld, was die Zentralbanken der Welt überhaupt aufbringen können oder an Devisenreserven haben. Das ist ganz unglaublich. Und damit werden riesige Geschäfte gemacht und diese riesigen Geschäfte sind mit ein Treibsatz der Umverteilung von Geldern von Staaten, die ja jetzt praktisch den Strick an der Gurgel haben, zu privaten großen Finanzmogulen. Dann hat es am 21. Juli 2011 im letzten Jahr eine SOS-Gipfelkonferenz in Brüssel gegeben, wo der Rettungsfonds EFSF, wie er noch hieß, dramatisch erhöht worden ist, mit einem einzigen Ziel. Man wollte mit der Erhöhung dieses Rettungsfonds Griechenland so viel Geld auf einen Schlag geben, dass die ihre eigenen Schulden aufkaufen konnten. Zum halben Preis, denn die waren nur noch 50% wert. Das heißt, egal welche Zahl das war, die griechischen Schulden waren 50% wert. Und Griechenland sollte einen Kredit kriegen in der Größenordnung, dass sie den gesamten Schuldenblock zu 50% hätten aufkaufen können. Und dann hätten sie natürlich den neuen Kredit gehabt. Es wäre praktisch eine Umschuldung gewesen. Und dann wären damals die griechischen Schulden die Hälfte wert gewesen. Und was ist passiert? Das ist natürlich rausgekommen. Die waren nicht so klug wie die amerikanischen Banker auf Jekyll Island, wo keiner erfahren hat, dass die einen Plan ausgeheckt haben. Das ist rausgekommen durch Indiskretion oder absichtlich oder kein Mensch weiß warum. Und am nächsten Tag, die haben am Wochenende getagt, die Regierungsleute, am nächsten Tag ist ein Run auf griechische Staatsanleihen losgegangen. Also alle großen Bankhäuser der Welt haben sich am nächsten Tag mit massenhaft griechischen Staatsanleihen eingedeckt und damit ist der Kurs schlagartig nach oben gegangen und der ist dann bei 70% gelandet und der ESFF hat ja gesagt, er übernimmt die griechischen Staatsanleihen.
Und die sind jetzt, haben jetzt 50% eingekauft, zu 70% haben sie das an den ESFS verkaufen können, haben also innerhalb von wenigen Wochen einen Schritt um 40% gemacht, auf Kosten aller europäischen Steuerzahler. Das sind wirklich raffinierte Spielchen, die da gespielt werden. Und jetzt denken wir immer, ESM, Europäischer Stabilitätsmechanismus, das klingt ja gut. Und Rettungsschirm, so unser umgangssprachliches Wort dafür, das klingt ja gut. Rettung, das ist, alles, ist ja positiv besetzt. Nicht? Wenn wir im Schiff untergehen, wollen wir natürlich, dass wir gerettet werden von irgendeinem Boot in der Nähe. Und wenn es regnet draußen, haben wir natürlich gerne einen Schirm, um uns zu schützen, dass wir nicht nass werden. Und jetzt Rettungsschirm, also der Schirm rettet uns vor allem. Und das ist ganz geschickt, solche positiv besetzten Worte zu wählen, um etwas zu verbergen, was wirklich dahinter steht. Wirklich dahinter steht eine ähnliche Machtübernahme, wie ich sie in den USA gerade geschildert habe. Eine ganz ähnliche Machtübernahme, wo privaten Finanzmogulen die Macht über staatliche Haushalte gegeben wird und wo letztlich Parlamente und Regierungen überhaupt nichts mehr ausrichten können. Und die ganze Konstruktion des ESM ist so, dass die Regierungen, dass sie praktisch exterritorial sind. Sie können von keiner Regierung belangt werden, sie können strafrechtlich nicht belangt werden. Die Räume sind sakrosant, also praktisch Diplomatenräume. Und es gibt kein europäisches Land, was Unterlagen beschlagnahmen könnte. Es gibt nicht ist die Möglichkeit, die Leute vor Gericht zu belangen, ist ausgeschlossen. Das heißt, die sind völlig geschützt. Denen kann überhaupt nichts passieren, was immer sie machen. Und die europäischen Staaten sind aber verpflichtet, auf Anforderungen kurzfristig gigantische Summen bereitzustellen, wenn sie verlangt werden. Und damit ist praktisch eine Finanzdiktatur in Europa errichtet. Nichts anderes ist das. Und deshalb sage ich also ESM, die vernünftige Bezeichnung wäre eigentlich Ermächtigungsgesetz für einen Staatsstreich von Milliardären. Und Ludwig van Mises ist 73 gestorben, der hat gesagt, ein ganz bedeutender Nationalökonom, also Volkswirt, der hat gesagt, durch Kunstgriffe der Bank- und Währungspolitik kann man nur vorübergehende Scheinbesserungen erzielen, die dann umso schwereren Katastrophe führen muss. Denn der Schaden, der durch Anwendung solcher Mittel dem Volkswohlstand zugefügt wird, ist umso größer, je länger es gelungen ist, die Scheinblüte durch die Schaffung von Krediten vorzutäuschen. Und genau das ist das, was zurzeit geschieht, was die Zentralbank auch macht, die Europäische Zentralbank, durch Kredite eine Scheinblüte vorzutäuschen, um damit wir noch nicht gleich merken, was da wirklich gespielt wird und um ein bisschen Zeit zu gewinnen. Das heißt, der ultimative Rettungsversuch durch den ESM, der muss eigentlich schiefgehen. Diese Geschichte, das habe ich vergessen zu sagen, das ist vielleicht ganz wichtig, dieses Spiel, was die Goldman Sachs Bank getrieben hat, das war eine Abteilung der Goldman Sachs Bank, die das gemacht hat. Die Abteilung, diese spezielle Staatsgeschäfte betreut hat. Und der damalige Leiter dieser Abteilung war der Lord Blankfein. Lord Blankfein ist vielleicht ein Begriff. Und die Sache ist abgewickelt worden über die Londoner Niederlassung von Goldman Sachs. Und also konzipiert worden in New York in der Abteilung von Lord Blankfein und abgewickelt in London. Und der Leiter der Londoner Abteilung war ein gewisser Mario Draghi, uns allen bekannt als Chef der EZB jetzt. Und der Lord Blankfein ist inzwischen Vorstandsvorsitzender von Goldman Sachs in New York. Und er hat von sich gesagt, ich bin ein Banker, der Gottes Werk auf Erden verrichtet. Mit solchen Leuten haben wir es zu tun und das sind letztlich die Herrscher unserer Welt. Ja. Und für diese Investmentbanker sind natürlich die Politiker die besten Kunden. Die brauchen immer Geld und verstehen nichts vom Geschäft. Ja, was zurzeit gemacht wird, ist, dass mit einer Geldschwemme die Diskrepanz vergrößert wird. Die Diskrepanz zwischen Schulden, Staatsschulden auf der einen Seite und Verbindlichkeiten auf der anderen Seite, damit die Lebensdauer des Systems noch verlängert wird.
Also das System ist auf Crashkurs gegen die Wand. Das, ich denke, Sie haben viele andere Vorträge gehört, wo das deutlich wird. Und es geht letztlich nur darum, die Lebensdauer des Systems zu verlängern, weil solange das System besteht, ist es noch möglich, mit Dollar die Welt aufzukaufen. Das passiert ja zurzeit nicht. Halb Afrika ist schon in der Hand, die Ländereien von halb Afrika sind schon in der Hand von großen Investmentfonds, die dort nicht die afrikanische Bevölkerung ernähren. Da hat es ja nie Hungersnot gegeben in Afrika. Im Gegenteil, die waren auf ordentlichem Niveau immer komfortabel selbstversorgt. Und jetzt gibt es Hungersnöte, weil auf diesen Flächen für den Export Futtermittel angebaut werden, die halt nach Europa importiert werden und solche Sachen. Und Goldman Sachs hat dann auch was anderes gemacht. Die haben 1991 gemerkt, dass man mit Lebensmitteln Geld verdienen kann. Und dann haben sie auch angefangen, Lebensmittelfonds aufzulegen und haben die Weizen und Reisernten der ganzen Welt aufgekauft, um den Preis nach oben zu treiben. Und 2008 war das Jahr mit der größten Weizen- und Reisernte, Getreideernte, seit Menschengedenken, seit also Aufzeichnungen darüber gemacht wurden. Der Reis, es gab dreimal so viel Reis und fünfmal so viel Weizen in diesem Jahr. Und ausgerechnet in diesem Jahr hat Goldman Sachs fast alles aufgekauft und da ist der höchste Weizen- und Reispreis seit Menschengedenken rausgekommen. Der hat sich verdoppelt oder verdreifacht. Und für uns ist das nicht so tragisch, weil der Anteil des Weizens im Brot ist minimal im Gesamtpreis. Also wir merken das kaum mit einer minimalen Erhöhung des Brotpreises, vielleicht um ein paar Cent. Aber für Leute in Asien oder Afrika, die von Weizen und Reis leben und die von 1 bis 2 Euro oder von 1 Euro am Tag leben, wenn da, und die alles für Nahrung ausgeben, die für nichts anderes was ausgeben, wenn da der Nahrungspreis sich verdoppelt, ist es praktisch Todesursache, die können nicht überleben. Und der John Siegler hat ja auch gesagt, das wäre praktisch Massenmord, was da getrieben wird, nichts anderes. Ja, nun kommen wir zum dritten Punkt. Und das ist, was können wir jetzt tun? Die Verschuldung in Deutschland, die öffentliche Verschuldung in Deutschland war 2005 pro Sekunde 2000 Euro. Und die ist heute pro Sekunde, heute habe ich auch nicht, 5 Jahre später, 2010, pro Sekunde 10.000, 11.000 Euro gewesen. Das heißt, die hat sich verfünft bis sechsfacht. So stark ist einfach das Wachstum der Schulden nach oben gegangen. Und im Altenglischen hieß Geld Gilt, G-I-L-T geschrieben. Und heute heißt Gilt, wenn man ein U rein tut, Schuld. Und in dieser sprachlichen Weisheit kommt zum Ausdruck, dass Geld mit Schuld verbunden ist. Weil das Geld ja durch Kreditvergabe auch entsteht. Und daraus kann man ableiten, wer viel Geld hat, schuldet anderen etwas. Und wenn er diese Schuld nicht sehen will, macht er sich schuldig, weil andere für diese Vermehrung des Geldes ja arbeiten. Das Geld vermehrt sich ja nicht von selbst, das machen ja andere. Und neulich hat der Schramm, der Gerhard Schramm bei Occupy in Frankfurt vor der Deutschen Bank einen spannenden Vortrag gehalten, über den ich da auch in der humanen Wirtschaft berichtet habe. Und von ihm weiß ich, also ich habe jetzt nur von ihm die Information, ich habe das nicht überprüft, ob das stimmt, aber ich denke mal, dass er das recherchiert hat, dass es vor der Französischen Revolution in Frankreich 8 Staatsbankrotte gegeben hat und dass die jedes Mal so gelöst worden sind, dass die Gläubiger hinterher nach dem Staatsbankrott, die noch im Land waren, geköpft worden sind. Dann waren die Schuldner ihre Schuld los, wenn die Gläubiger geköpft worden sind. Das wollen wir ja heute gar nicht. Wir wollen niemanden köpfen. Ich habe einen völlig anderen Vorschlag. Ich habe den Vorschlag unterbreitet, aus Griechenland eine Sonderwirtschaftszone innerhalb der Eurozone zu machen. Für 3 Jahre, begrenzt auf 3 Jahre. Dass für 3 Jahre alle Schuldtilgung ausgesetzt wird, dass für 3 Jahre auch das Privatisierungsprogramm restlos ausgesetzt wird. Und es ein Hellas-Euro gibt für 3 Jahre, nur mit griechischen Buchstaben. Und der Hellas-Euro könnte konzipiert werden als fließendes Geld. Wer diesen Vorschlag haben möchte, ich habe es auf 12 Seiten ausgeführt, auf Englisch,
Ich habe es Ihnen als Datei, ich habe hier Karten liegen, wenn Sie mir eine E-Mail schicken und das anfordern, falls Sie Leute in Griechenland oder irgendwo im fremdsprachigen Ausland kennen, können Sie es einfach nur weitergeben. Wir müssen irgendwas tun, um eine Bewegung auszulösen, um irgendwas zu erreichen. Wir können nicht einfach hier rumsitzen und so tun, als würde es uns nichts angehen. Und eine Bewegung von unten anzustoßen ist wichtig, denn wir wissen in der Geschichte, dass alle großen Bewegungen, die was verändert haben auf der Welt, von unten kamen. Alle großen Bewegungen kamen nicht von oben, sondern von unten. Wir wissen, dass die Französische Revolution von unten angestoßen worden ist. Die haben von unten die Monarchie gestürzt. Die Amerikaner haben von unten sind selbstständig geworden, haben auch von unten die Sklaverei abgeschafft. Die DDR ist von unten ausgehöhlt worden und die Mauer ist von unten eingestürzt worden. Das ist alles von unten passiert, es kommt nicht von oben, weil die oben, die Macht haben, die sind wahrscheinlich überfordert einzusehen, dass es auch nicht in ihrem Interesse ist, da langfristig sitzen zu bleiben. Jedenfalls haben wir es in der Geschichte noch nicht erlebt, dass ein Umsturz von oben eingeleitet worden ist. Vielleicht gibt es ein paar Ausnahmen, also ich will das nicht zu pauschal sagen. Das muss von unten geschehen. Und deshalb haben wir am 9. Juni eine Großveranstaltung in Leipzig, um ganz viele Leute zu motivieren, dafür zu sorgen, dass es in der Presse nicht mehr totgeschwiegen wird. So ein Saal kann auch totgeschwiegen werden, vielleicht bis auf die Köthener Lokalpresse, die läuft vielleicht ein bisschen drüber, aber in der großen Presse erscheint auch der Geldkongress von Global Change Now nicht. Nur wir wollen in Leipzig anfangen, nach Möglichkeit mit 6.000 Leuten die ganze Arena füllen, und wenn wir das hinkriegen und es funktioniert alles und wenn sie alle mithelfen, wollen wir weitermachen. Das soll nur der erste Schritt sein. Wir wollen weitermachen, danach vielleicht nach Stuttgart gehen, nach Hamburg, nach Wien, so lange, bis es nicht mehr totgeschwiegen wird in der Wissenschaft, bis die Fachgremien sich damit beschäftigen. Denn die Lösung ist einfach, sie ist wirklich einfach, man müsste nur ein paar Rädchen drehen und sie wird völlig ausgeblendet und niemand beschäftigt sich damit. Ich habe neulich ich bin ja nur selbst akademisch, mit akademischen Beinen bedacht worden, und ich habe neulich einen Vortrag von dem Professor Franz gehört in Karlsruhe, dem Vorsitzenden des Sachverständigenrats. Und er hat mit ganz großem Selbstbewusstsein erklärt, dass ja jetzt alles richtig läuft, weil wir haben das ja jetzt so entschieden. Also wir heißt für ihn wahrscheinlich, die Kanzlerin hat das so gemacht, wie er das gesagt hat. Also es ging daraus praktisch hervor, dass die Kanzlerin von ihm gesagt bekommt, was sie zu tun hat, und das dann auch exekutiert. Und dann hat man auch gesagt, es würde jetzt Italien würde von einem Volkswirtschaftsprofessor regiert, Griechenland würde von einem Volkswirtschaftsprofessor regiert, und die wüssten ja, wie man es richtig macht inzwischen. Und da ging ein Raunen durch den Saal, das hat er gar nicht zur Kenntnis genommen, er hat dann einfach sich darüber weggesetzt und hat weiter erzählt, wie man es richtig macht. Und ich meine, wir wissen ja jetzt, wenn die Volkswirtschaftsprofessoren wissen, wie man es richtig macht, dann wäre es ja richtig gemacht worden. Das heißt, die haben eigentlich keinen blassen Schimmer. Wenn Sie wissen wollen, warum, kann ich viel zu sagen. Ja, Sie müssen es also auch weitererzählen. Und es gibt, in der ganzen Presse ist ja so, dass das, was wir hier sagen, auf dem Geldkongress totgeschwiegen wird. Es gibt eine einzige Zeitschrift, die das berichtet, die darüber schreibt, ist die Humane Wirtschaft. Draußen liegt sie zum Sonderpreis von 4 Euro. Also ich empfehle Ihnen dringend, wenn Sie es selber noch nicht abonniert haben, abonnieren Sie diese Zeitschrift und machen Sie das weiter bekannt. Denn dort wird alles Wissen vermittelt, was gebraucht wird, aufbereitet, verleihen, verständlich. Also es ist keine hochkarätige Fachzeitschrift. Und ich will vielleicht noch einen Hinweis Ihnen geben, weil wir immer ja sagen, warum steht es nicht in der Zeitung? Wenn das stimmen würde, was ich Ihnen sage hier, und was hier auf dem Geldkongress in Köthen verbreitet wird, dann müsste es doch in den Talkshows sein, dann müsste es doch in den Nachrichten kommen, dann müsste es doch in der Zeitung stehen, dann müsste es doch in den Lehrbüchern stehen. Warum steht das nicht drin, wird immer gesagt. Und dazu möchte ich einen Herrn zitieren, der einmal Herausgeber der New York Times war, Herr John Swinton. Der hat an dem Tag, als er verabschiedet ist, im Jahre 1889, Folgendes gesagt. Ich lese es gleich auf Deutsch vor. Es gibt, New York Times ist so das in den USA, was die Frankfurter Allgemeine in Deutschland ist, nicht? Also eine etablierte, seriöse, konservative Zeitung. Es gibt zu dieser Zeit in der Weltgeschichte in Amerika keine solche Sache wie eine unabhängige Presse.
Sie wissen das und ich weiß es. Es gibt nicht einen von Ihnen, sagt er zu seinen Kollegen, die ihn gerade verabschieden, der es wagt, seine ehrliche Meinung zu schreiben. Und wenn Sie es wagen würden, wissen Sie im Voraus, dass Sie nie in Druck erscheinen würde. Ich werde wöchentlich dafür bezahlt, um meine ehrliche Arbeit aus der Zeitung, mit der ich verbunden bin, herauszuhalten. Andere von Ihnen erhalten ähnliche Vergütungen für ähnliche Dinge. Und jeder von Ihnen, der närrisch genug wäre, ehrliche Meinungen zu schreiben, würde sich auf der Straße wiederfinden, um sich nach einer anderen Arbeit umzusehen. Wir sind die Werkzeuge und Vasallen reicher Männer hinter der Szene. Wir sind die Hampelmänner und sie ziehen die Fäden und wir tanzen. Ja, deshalb steht es nicht in der Zeitung. Und ich denke, wir alle sind nicht nur verantwortlich für das, was wir tun, wir sind auch verantwortlich für das, was wir nicht tun. Wenn Sie also diese Bewegung von unten, die wir hier lostreten wollen, in Leipzig nicht unterstützen, sind Sie dafür verantwortlich, wenn das Ganze dramatisch schief geht mit schrecklichen Folgen, mit wirklich schrecklichen Folgen. Und auf der anderen Seite, wenn Sie mithelfen, das alles umzusetzen, was hier propagiert wird in diesen paar Tagen, wenn Sie mithelfen und sich überlegen, was Ihr Beitrag sein kann dazu, wo Sie was tun können, wo Sie Stärken haben, wo Sie Kapazitäten haben, wo Sie Zeit haben, was immer Sie tun können, wenn Sie mithelfen, hat der Jean Thoreau, also ein bedeutender amerikanischer Dichter, vor langer Zeit mal gesagt, wenn eine Minderheit ihr ganzes Gewicht einsetzt, dann wird sie unwiderstehlich. Und ich wünsche uns allen, dass wir diese Minderheit hier bilden und unwiderstehlich werden und das, was wir als richtig erkannt haben, durchsetzen können.